Niedersachsen. Helden des Alltags. Alfred Koppermann in den Goslarschen Höfen ist vorgewarnt. Es rollt neue Arbeit an. Ein Sack voll Kleidung, die an die Kundschaft der Hofboutique gebracht werden muss. Eine sinnvolle Sache, denn je länger Textilien getragen und verwertet werden, umso besser für die Umwelt. Und für die Käuferinnen und Käufer, die weniger Geld ausgeben. Aber bis dahin müssen die ausgemusterten Klamotten noch mehrmals durch die Hände der Mitarbeitenden wandern. Wir kriegen ja eine große Vielzahl an Spenden. Also ich weiß gar nicht, wie viele Stücke das jede Woche sind. Also die Frauen haben immer viel zu tun mit dem Sortieren. Das heißt, da wird sortiert, alles, was brauchbar ist für den Verkauf, geht in unseren Laden. Wenn das dann sortiert ist, geht der Rest auch weiter an die Deutsche Kleiderstiftung. Also jeder, der was herbringt, weiß eigentlich, hier wird nichts einfach dann anschließend weggeschmissen, sondern bis vielleicht ganz wenige Ausnahmen alles einer vernünftigen Verwertung zugeführt. 11 Euro bitte. Na. Dankeschön. Alfred Koppermann schmeißt den Laden nicht allein. Zusammen mit seiner Frau Ingrid hat er die Hofboutique aufgebaut und koordiniert den Einsatz der 14 Ehrenamtlichen. Holger Pape, der Betriebsleiter der Goslarschen Höfe, hatte ein glückliches Händchen, als er das Ehepaar vor 4 Jahren engagierte. Na, die beiden sind schon wirklich auch ein Team. Also sie sind sehr resolut. Das braucht es eben auch. Sie haben klare Vorstellungen davon, wie der Betrieb in der Hofboutique zu organisieren ist. Und ja, dafür stehen sie dann auch gerade. Sie sind dann auch sehr hartnäckig, wenn es darum geht, wie soll es gemacht werden. Auch mir gegenüber, auch den Mitarbeitern gegenüber. Und genau, da gibt es immer wieder spannende Diskussionen. Ingrid Koppermann steht voll und ganz hinter ihrer Arbeit. Die macht einfach Spaß. Mit den Leuten reden, mit den Kollegen hier. Und man macht immer mal ein Schwätzchen dann mit den Kunden und so. Es macht einfach Spaß. Man sieht auch, dass Leute kommen, die nicht ganz so viel Geld haben und günstig einkaufen können. Und das finden wir eben auch so schön daran. Sie organisieren den ganzen Laden und halten die Truppe zusammen, weil sie eben auch koordinatorisch, organisatorisch tätig sind. Und ja, da sind wir sehr dankbar für, dass wir die beiden da haben an der Stelle.